ich kann euch ja mal kurz mit reinnehmen in das Spiel, was jetzt gerade im Hintergrund ein bisschen lief. Und zwar, schwupp, sind wir drin in der Aufnahme. Ja, jetzt sind wir hier gerade im Klassenraum und er nickt. But, the way you did that wasn't good. Ah, sorry, war halt gerade, uns wurde gerade beim Mogeln geholfen, ne? Das ist, ja. It's called cheating, you know? I mean, you shouldn't copy other people's answers. That's against the rules and not fair to others. So don't do that. Das hat doch keiner mitgekriegt. Das ist schon sehr lieb. Ich bin ja immer so, ich sag mal, wenn du nur für dich bist, darfst du mogeln, wie du willst, wenn es nur um dich geht bei dieser Sache. Aber sobald du mit anderen in einer Competition bist, finde ich mogeln absolut nicht erlaubt. Deswegen sage ich auch bei Spielen, wenn ich für mich eine Session spiele, kann ich machen, was ich will, alle Cheats benutzen, dann will ich das Spiel erfahren. Sobald ich aber mit anderen zusammen auf Servern im Multiplayer bin, hat man sowas nicht zu machen. Hm. Ist jetzt meine Meinung. Not fair? Well, see, it's unfair because I'm the only one who can see other people's answers. Understand now? Yes. So, don't do that again. Sorry, I didn't realize those were other people's answers and I just followed you. So next time, please don't tell me other people's answers. But thank you anyway. I understood that all he was did, was try to help. But even with the best intentions, he made a mistake. Ja. Gut. Was ich eben zeigen wollte, war das Glossary. Da haben wir jetzt mittlerweile ein paar Dinge aufgedeckt hier. Da fehlt aber noch so viel. Guck mal hier. Und 4 und 5. Also das habe ich halt vorher gar nicht gesehen. Guardian Tiger. Hüje. das ist halt nochmal, ich muss sagen. Ja, also chinesische Aussprache ist nochmal ganz anders als japanische, ne? Wollte ich nochmal gesagt haben. Deswegen, don't judge me. Huye, wird das wahrscheinlich in etwa gesprochen. Lord Tiger is a god Chinese folk religion who is generally worshipped in temples of other Chinese deities. With the appearance of a tiger, Huye is a Jew. Mein Gott, was ist los mit mir heute? Usually believed to be the guardian of other gods. Therefore, in Nikujishi, Huye is referred to as a guardian tiger. Ja, aber trotzdem hätte da den Namen reinschreiben können. Ich finde das immer nicht so grrr. Ne, die haben auch alle ihren Namen. To many folks, guardian tigers not only protect gods themselves, but also protect the treasuries of gods. Therefore, some people consider Huye, was auch immer, as symbols of wealth. It's also believed that guardian tigers can protect children and cure ill patients. Ob patients von patients kommt? Weil Patienten im Wartezimmer ganz viel Geduld brauchen? War gerade so ein random Gedanke, weil es so ähnlich klingt. It is said that they are also particularly good at treating tonsillitis. Traditionally, people provide guardian tigers raw eggs and meats as offerings. Ja, und unser hier, der steht voll auf Junkfood. Der will hier dauernd Naschen haben von irgendwelchen Supermärkten. Mein Gott. Unser armes Portemonnaie. Dann will er eine Induktionsplatte haben. Dann will er ein Buch haben, was ihn interessiert. Ich meine, wir können uns immer entscheiden, aber ich versuche halt immer so nett wie möglich zu allen sein. Auch wenn ich hier durchaus, ne, ich weiß, Entscheidungen sind schwer, aber ich folge durchaus auch dem, was ich so tun würde. Dafür spielt man es ja. Und sonst könnte man ein Buch lesen, weißt du? Wobei es gibt ja auch interaktive Bücher, ne? Diese, wenn du dich so und so entscheidest, lies auf Seite so und so weiter. Fand ich als Kind immer total geil, aber sind ja auch meistens eher für Kinder gemacht, die Dinger, ne? In the modern world, rumors have it that guardian tigers love Kentucky Fried Chicken. However, not all guardian tigers, Product Placement, prefer KFC to raw meat. It is advised that those who bring KFC as offerings should also bring raw meats along.
Ja, weil die essen ja nicht das Essen an sich, ne? Das bleibt ja da stehen, das könnte man auch selber essen. Da hätten die Naturgeister auch eigentlich nichts dagegen. Aber die essen das Chi. Das heißt, wenn du etwas offerierst, weil sonst nehmen die es nicht an, dann essen die nur das Chi aus diesen, aus deinen Opfergaben. Und wenn die das Chi daraus gegessen haben, dann kannst du quasi das auch essen. Das würde für dich keinen Unterschied machen, außer dass es halt energetisch schon gelitten hat, das Essen. Aber wenn wir bedenken, was wir für energetisch gelittenes Essen uns alle reinziehen, dann ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Auf jeden Fall muss man Opfergaben nicht einfach wegschmeißen hinterher. Die darf man dann auch essen, ne? Also nach einer gewissen Zeit und nach gewissen Ritualen, sage ich mal, wurde das dann, wenn das übergeben wird. Weil Naturgeister nehmen sich halt nicht einfach das Chi aus Lebensmitteln, würden aber auch nicht ohne Opfer verhungern, solange sie Anhänger haben, weil sie sich quasi von der spirituellen Energie der Anhänger auch ernähren. Ja, es ist halt alles der östliche Glaube in die Richtung. Beijing Chao Tian Tempel and Xingkang Mazu Temple aka Xingkang Feng Tian Gong are two famous temples that worship Huye and organize related events. You can also find the Taipei Tiger Group run by Beijing Chao Tian Temple on Facebook. Ja. Mhm, kann man machen. Jitong, das sind ja hier diese Medien. In Chinese Folk Religion, Jitong or Tongqi, Divining Youth or Youth Diviner, is a Persian believed to have been chosen by the deities to serve as a medium between them and humans. Ja, ne, was ich gesagt habe. Jitong are usually chosen on their virtues as a representative to communicate with their people. Ich muss mir abgewöhnen, immer so schnell zu sprechen, gerade in einer Sprache wie Englisch. Ich meine, die ich halt nicht spreche, außer mit euch, weil mit wem soll ich mich unterhalten, ist schnelles Sprechen, ist verleitet zum Stolpern. People can also ask questions to the gods through the Jitong. However, a deity will only possess the body of a Jitong when they need to say something directly. Ja, außer unser kleiner Katzenfreund hier, ne, der ist ein Dämon und so, eigentlich, der kann halt auch so jemanden besetzen. Ja, therefore consulting a Jitong during such times is considered as talking to a deity directly. Many temples have specific schedules when people can consult Jitong. Der City God. Mein Gott, das ist aber einiges hier, ne? Ach, holy mother, das würde mich jetzt aber auch mal... Wobei, wir gehen die Hierarchie hoch. Erst kommt der City God, dann kommt die Holy Mother. City God, Cheng Huang. In Chinese vernacular, Cheng Huang, the walls and the moat, usually refers to Cheng Huang Shen, God of the moat and the walls, or simply the City God. Ich meine, Stadtgötter gab es schon in allen möglichen, ne? Und so. Ich bedenke, wie lange das hier alles dauert. Werde ich eh eine eigene Folge davon machen. Weil das sonst zu lang ist, das hier alles. Okay, dann ist das jetzt Folge 3. Habe ich jetzt gerade mal so random entschieden, während ich das hier aufnehme. The place of City God is usually taken by a famous local resident after their death. They are governors of the afterlife realm, and like their living counterparts, they rule over and deal with affairs within their assigned city. For this reason, officials often worship their local city god in hope of having them coordinate work in both realms. Mhm. Wisst ihr, was ich manchmal ganz schwer finde, wenn ich euch was vorlese? Es ist mir tatsächlich schon mal passiert, dass dann Gedanken so ein bisschen schweifen gehen. Das heißt, ich lese euch mit meinem, ne, mit meiner Anwesenheit hier Dinge vor und im Hintergrund denke ich aber was anderes. Ein Teil von mir spricht und liest automatisch ab, weil ich weiß ja, wie Buchstaben funktionieren. Aber mein Unterbewusstsein oder mein, wie soll ich sagen, ein Teil meines Bewusstseins auch, mache ich ja auch durchaus aktiv, denkt andere Gedankengänge. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist, gleichzeitig etwas anderes zu denken, als man gerade vorliest. Das ist verrückt. Traditionally, a city god only protects people living within a particular area. Ach übrigens, das merke ich dann nämlich, wenn ich anschließend das Gelesene nicht mehr weiß. Also wenn ich denn was fertig gelesen habe und dann denke, scheiße, was habe ich denn da gerade gelesen?
Meine Gedanken waren woanders. Verrückt. Area. So. However, many immigrants still worship the city gods of their hometowns even after moving to Taiwan. For example, the famous Xia Hia city god in Taipei is actually the city god of Tongang. Fujiang. Och, man könnte es ja als so Städtefreundschaft bezeichnen, gibt es auf der ganzen Welt, ne? In this case, many non-local city gods in Taiwan are no longer referred as Chenghuang, although people still worship them as local deities. Also da haben sie sich schon Gedanken gemacht, ne? Muss man sagen, die Entwickler. The city god temple of the Taiwan prefecture was built in Tainan during the Ming Dynasty. Later, the Qing government upgraded the Xingqiu city god temple to the prefectural city god temple. After World War II, das Spiel war da doch noch gar nicht draußen, the city god temple of Taiwan province was built in Taipei. It is often debated which of these three city gods rules Taiwan. Ja, muss man sich halt einfach mal fragen. Holy Mother, Tiang Shang Shengmu. Gibt auch. Ich kenne Shenmue als Spiel. Aber das heißt ja Shenmue. Ich weiß ja. Shenmue. Das ist nochmal was anderes. Es klingt nur ähnlich. Okese. Often known as Mazu, Mother Ancestor, or Tianhu, Empress of Heaven. She is this Chinese patron goddess who protects seafarers. Der Name Seafarer. Es klingt wie Seefahrer. Verrückt. Die Vokabel kannte ich noch gar nicht. Mazu is widely worshipped in the coastal regions of China and other places in East, Southeast Asia. According to legend, Mazu was born during the Song Dynasty on Mazu Island. Ach, die Holy Mother ist mal geboren? Ich dachte, die sind immer schon immer da. Fujian. She had the name Lin Monyang. Meine eine Tante heißt Monya. Lin is the family name and Monyang means silent girl. Ja, still ist sie auch. Die meldet sich bei mir immer nicht. Ich will nichts zu tun haben mit der Familie. When Mazu was young, she wore red garments while standing on the shore to guide fishing boats home. Even in the most dangerous and harsh weather. Wenn man stundenlang weißen Text auf schwarzem Hintergrund liest, ist das schon erschöpfend, glaubt er. It is rumored that she can predict the weather, helping sailors to know when should they set sail. When Mazu died at the age of 28, the local people believed that she flew to heaven and became a goddess. Starting in Fujian, worship of Mazu spread to the neighboring coastal provinces of Zhejiang. Zhejiang. Ich kann es nicht aussprechen ohne die... ich müsste eine Lautschrift haben. Wie gesagt, das wird im Chinesischen so differenziert ausgesprochen, so ein Wort. Das kannst du auf so viele Arten und Weisen aussprechen. Darum, wenn irgendjemand zuhört, der Chinesisch kann, tut mir leid. Also das höre ich zu selten. In Guangdong. And from there on to all coastal areas of mainland China. Through immigration and especially through Chinese diaspora, during the 19th and 20th centuries, worship of Mazu's further spread to Taiwan, Vietnam, Ryukyu, Japan and Southeast Asia. Das Wort Diaspora übrigens habe ich erst durch ein Lied kennengelernt namens Space Diaspora und ich fand das Lied geil und wollte wissen, was Diaspora bedeutet, aber Diaspora gibt es auch als deutsches Wort, Diaspora, ist aus dem Lateinischen entlehnt und heißt einfach nichts anderes als, ja, wie soll ich das erklären, Völkerspreading quasi, also wenn sich Menschen verbreiten einfach und neue Räume erschließen und sich halt, ne, Stämme auch in der Prärie verlieren und überall sich weiter bewuseln, trennen, sowas halt. The role of Mazu as a patron of the seas caused newly arrived immigrants to often build temples of her first to show their gratitude for the safe journeys. Today, worship of Mazu is also found in other countries with sizable populations from these regions. Mm-hmm. Possessing ritual. Ouija. Na? Ob da vielleicht der Name auch... Nee. Nee, das ist ein... Nein, das ist ein Kuh. Kiji. Ich wollte mich gerade wundern. Ne?
So, Kiji, Divination, refers to the ritual of Jitong being possessed by a spirit, also known as Fuji, spirit writing. Depending on the spirit, Jitong, or local cultures, the ritual has many variations. For example, if possessed by Jigong, a minor deity in Chinese folk religion, usually depicted with a bottle of wine in their right hand, the Jitong will appear drunk. Afterwards, the Jitong's memory of being possessed will differ as well. Ich finde das allgemein gruselig, die Vorstellung, so übernommen zu sein und so. Das weiß ich nicht. Könnte ich nicht so. Möchte ich nicht. Oracle's Misfortune. Wubi Sanke. Wubi Sanke, the five misfortunes and three drawbacks. Is a Ich habe gerade nachgedacht über das Wort da oben. Ne, das Lustige ist, da oben, seht ihr da in den Schriftzeichen im Chinesischen, das erste, ne, das Wu, das ist auch im Japanischen genau dasselbe Schriftzeichen, heißt da halt nur anders. Go heißt es halt im Japanischen. Und das dritte, San, 3, ist San. Also ein Strich ist eine 1, zwei Striche ist eine 2, drei Striche ist eine 3. Ab 4 wird es komplizierter, das ist ein Kasten mit einem kleinen Kasten drin. Ja. Nun ja, egal. Fiel mir nur gerade auf. Sorry, dass ich über solche Kleinigkeiten stolpere, aber ihr wisst ja, meine Aufmerksamkeit ist wie ein Eichhörnchen. Is a rumor that who tried to unveil the heaven's secrets, oracles and fortune tellers alike, will be punished by the gods. Those are, that are punished are said to lose their relatives and friends. Five misfortunes, while also lacking in wealth, health and influence. Three drawbacks. Okay. Oh, ich muss erstmal. Boah, ich muss gleich was trinken. Erstmal hier. Try to help, but even with the best intentions, he made a mistake. So, erstmal wieder kurz. Ich sehe zu viel schwarz und darauf zu viel weiße Schrift. Ich werde hier sonst langsam rammdösig. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss niesen. Even if I pass this quiz, that's all I get out of it. Ach komm, einmal ist jetzt aber auch wirklich nichts Dramatisches. Einmal ist kein Mal, weißt du doch. I won't pass the final exam without actual study anyway. Naja, wenn er hier bei anderen ein bisschen schummelt, könnte ich so das final exam schaffen. Aber lernen kannst du trotzdem, ne? Das ist jetzt, naja. I mean, what if he helped me during the final as well? Ja, sag ich doch. I'm really worried about this elective knocking down my GPA. So, if I can just cheat with Leopard's help. Im Endeffekt ist es ja so, Schein ist Sein, was du den Leuten glauben machst, das ist dann auch so für die Leute. Aber ich kann es verstehen, es fühlt sich einfach schöner an, wenn man es selbst geschafft hat. No. I can't think about just cheating my way through this. I absolutely can't do that. I hesitate over it for a while, but with my stuff packed up, I leave the classroom. Also ich muss sagen, die Geister lenken ihn in der Schule auch schon oft ab, tatsächlich. Also der ist oft mal mit den Gedanken woanders. Ich finde diese Animation in den Ladescreens immer ganz niedlich. Ach, hier ist ja dieser Tanzclub mit der Musik hier. Ich habe ja gerade den Ton aus. Ihr hört ja gar nichts, oder? Ich habe ja den Ton noch aus. Aber hier ist voll geile Musik eigentlich. Na, stellt euch einfach eine voll geile Musik vor. That night we were at club practice. Mm-hmm. While our club leader gives a speech, I notice Jia Hao coming over to me. Oh, der ist lieb, der Jia Hao. Aber ich finde es halt schade, dass er halt kein Hauptcharakter ist. Also beziehungsweise, was heißt schade? Ich finde es halt schade, dass er als kein Hauptcharakter... Sag mal, ist es 2:30 nachts? Guckt mal die Uhr da hinten an. Oder ist es 6:15? Sieht für mich aus wie 2:30, das finde ich aber hart. Na gut, jetzt ist es gerade bei mir hier 1:20, auch nicht viel besser. Jedenfalls, nee, weil er halt kein Hauptcharakter ist, gibt es keine Zeichnung von ihm. Ich finde, hier sollten viel mehr Charaktere gezeichnet werden, das würde viel immersiver sein. Coming over to me. Hey, Liao, so remember how you asked me if I knew any Rukai gods? Ha, Rukai, ne, ist ja direkt das nächste Thema in unserem Glossar. That looked like clouded leopards. Yeah, how did it go? You get something? Weil seine Tante ist nämlich auch so voll in der Religion drin, deshalb weiß die wohl ein bisschen.
Hat er wohl mal so vor einer Woche angefragt. Das ist bestimmt ungefähr eine Woche her im Spiel. I look towards the god in question. He's listening carefully with his stern expression. Yeah, my mom had some ideas. So, while there aren't any clouded leopard gods, the Rukai do actually have a legend about a clouded leopard. A legend about a clouded leopard? What kind of legend? Well, a long time ago, my ancestors were traveling through Wutai. Just as they were about to leave, a clouded leopard and the tribe refused to go any further. It made them stop and look. That clouded leopard led them to a treasured place, perfect for them to live and prosper. That's where they settled and formed the current Wutai tribe we have today. It's quite the tale, but you can never know if that's really what happened. I'd say the way our ancestors migrated back then was a little bit strange. But tales are tales. Maybe the clouded leopard you were thinking of is the one from that legend after all. Do you think he became a god after all? There's no way to be sure. Our tribe doesn't worship clouded leopards, but they do pay respect them. Maybe there is a clouded leopard god out there after all. By the way, what made you so interested in all this? I was probably just wrong about it to begin with. Well, I just heard something about clouded leopards being respected by the Rukai, then I wondered if any of them were gods. They're important creatures after all, right? Of course, as I said, the clouded leopards are respected by the Rukai. We would never harm them. But there's no reason to say they're all gods. Well, maybe the one who led the tribe to Wutai might be, but not the entire species. Okay, so that particular clouded leopard from that tale might really be a god, huh? Who knows? Mom didn't really mention it. And I don't think an animal can just become a god anyways. In our culture, all the gods existed since before the universe was created. Ja, ja, das denke ich nämlich auch immer. Now that I think about it, that clouded leopard never told me he was a god. Maybe there's just a different name for it. Regardless, there's definitely a basis for that clouded leopard to have come from the Rukai tribe. Ja, man muss ja auch nicht immer alles benennen können. Es sind halt alles Naturgeister, ne? So, maybe he might even be the one from Jiahao's legend. Right, I've got another question. Have you ever heard about Ali, Aidi, du meinst Aldi, ist ein toller Supermarkt. Was? Eidringdringane. Es ist halt so ein, ja, komisches Wort. I let out a noise. Leopard had suddenly spoke out aloud next to me. What's wrong? Cat got your tongue? Yeah, kinda. Anyway, you ever heard about a god with the name Eidringdringane? Eidringdringane. I'd have to ask. It would be great if you could. Thank you for all your help. It's not, it's no problem, really. Piece of cake. Now that that's over, I pretend to tell Jiahao that I need to the bathroom. So I can get a chance to talk to Leopard alone. Ob die hier einen eigenen Bathroom animiert haben? So, Leopard, Jiahao said... Ach so, das haben sie nicht animiert. Okay, ich dachte, jetzt haben sie hier einen neuen Hintergrund oder so. Könnte man wieder was Neues sehen. said, he didn't know about any clouded leopard gods in the Rukai. You know anything about that?
I've been putting this off for a while, but I decided to just ask him straight out. He probably knew I was just suspicious of him. Anyway, best to just ask. I am no God. I am spirit. Ja, das dachte ich mir halt auch. Ne, gerade so, sag ich mal, diese Naturvölkchen am ehesten zu vergleichen irgendwie mit so, ich sag mal, Eingeborenen. Die haben halt meistens ihre Naturgeister in jedem Pups drin. Ne? So ist im Japanischen ja auch der Shintoismus mega weit verbreitet, wo du da deinen ganzen Tempel hast. Spirit? I am spirit. Not God. Huh. So if you're not a god, Jiahao was right then. Yes. Okay, so are you the leopard who led the Rukai to Wutai? Yes, no. Yes and no? What does that mean? Not only Wutai. Kocho Pongane, Kongru Wange. Oh Gott, quält mich doch nicht mit solchen Worten. Are those all the tribes you've helped? Mm-hmm. I led the path those people live better. So he's been leading the path for the Rukai people to find better places to live for a long time now, huh? Wird mir immer sympathischer. I guess he's done a lot for the Rukai people. I understand now. I'm so sorry for suspecting you. Suspecting, nicht spimim. Ah, okay, ihr wisst es ja einfach schon. Ich spreche selten. Ihr lacht mich die ganze Zeit aus. It's fine. Sorry about that. So I guess Mr. Leopold is a good god. No, good spirit. He may not say much and he's always got that distant look on his face. But from now on, he'll get a different face from me. One of respect. Also hatte ich eigentlich schon von Anfang an. Das nennt man Unvoreingenommenheit. Und da er von Anfang an lieb war, naja, egal. And that Aidringdringane, who sent him here, hopefully this all turns out good in the end. In the end. Afterwards I go back to my seat, wave to Senpai and focus on our club leader's choreography tutorials for the rest of the meeting. Na, brav. Ja, der sitzt gerne an seinem Handy, der Senpai. Und er hat immer seinen Apple an. Der macht seinen Rechner, glaube ich, einfach nie aus. Ich kenne dann noch so einen Spezialisten, der das auch so macht. Der macht seinen Computer nur aus, wenn der Computer gerade so nach Wochen des Anseins in den Seilen hängt und so: Bitte, ich brauche Neustart. Mach mein RAM leer. Ich will Updates. Ich sterbe gleich. Und der Computer schon: Und wenn man dann auf irgendwas draufklickt, dann hört man nur noch die Festplatte am Arbeiten. Der weiß schon gar nicht, was er machen soll. Ja, nein, Computer sind keine Server. Die soll man auch mal ausmachen. So. I was sitting at my desk just as my mobile started to ring. Ring, 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 banana phone. It's called from back home. Honestly, I don't want to pick up, but it's been ages since I've talked to anyone from my family. After a moment of hesitation, I pick up the phone. Hello? Liao, my boy. Your dad's been missing you. How have you been? Ja. Können wir gleich noch gucken. Warte mal. Vor allem könnte ich mal wieder speichern. Das habe ich 1000 Jahre nicht gemacht. Machen wir hier mal empty on safe. Guck mal, 23:34. Jetzt sind wir bei 1:29. Oh, es war aber nötig. Glossary. Bam, 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 bam. Rukai. The Rukai are one of Taiwan's aboriginal peoples. They consist of 6 subgroups residing in southern Taiwan, each of which has its own dialect of the Rukai language. Ja, das hilft auch. Das hilft bei der Verständigung mega, wenn man immer sein eigenes Gedöns macht. They honor clouded leopards and 100 pacer snakes. A kind of viper. Solange die mich nicht beißen, sollen sie halt sein. Which they believe to be the spirits of their ancestors. In Nikujishi we refer to the Wutai tribe of the Rukai community.
Okay, ja gut, das füllt mein Bild wieder ein bisschen. Was wollte ich sagen? Ach ja, nee, ich habe mitgekriegt, dass es durchaus noch ein paar weitere gezeichnete Charaktere gibt, die kommen aber erst später. Unser Charakter hat ja auch immer, wenn er gezeichnet wurde, keine Augen, damit man sich besser mit ihm identifizieren kann, damit nicht zu viel Ausdruck in dem Charakter liegt, den man selber halt einnehmen soll. Ah ja, da haben wir ihn wieder. Eidringdringane. Meaning the hidden one. In the Rukai language, Eidringdringane is an invisible omnipresent spirit. Haben viele Spirit so an sich, ne? Omnipräsent zu sein. The word is used in different ways. Sometimes it refers to a single spirit, sometimes spirits as a whole. Eidringdringane usually lives someplace within the wild. Within. Meine Aussprache ist heute wunderbar. And is also thought to have human emotions. The Rukai have many taboos and... muss bestimmt ein Buhu sein, der Taboo. And if a taboo is violated, the soul of the violator will be taken by Eidringdringane. Ja, das klingt ja gruselig. In Nikko Jishi, Eidringdringane is said to be the lord of the sacred lands, king of the hundred places. However, it's just a version of this diverse folklore. Wutai, pronounced Wedai in the Rukai. Ah, Language. Das muss ich auch erstmal wissen. Wedai. Wedai is located northeast of Pingtung, Taiwan. It is said that when the Rukai first came to this place, they saw many clouded leopards living in the area. The Rukai people honor clouded leopards greatly. Haben wir schon oft gehört jetzt und gerade eben wieder. For this reason, they settled there forming the... Wedai Tribe. Ich finde es immer verrückt, etwas anderes auszusprechen, als ich lese. Lu Mei. A common food in Taiwan. Lu Mei, das ist ja das, was unser Sam bei uns abends mal mitgebracht hat am ersten Abend, is made by stewing ingredients like tofu, meatballs, vegetables and varying other ingredients in soy sauce. Ja, kann man machen. Oh, wir haben schon wieder, oh Gott, wir haben schon wieder Dinge dazu bekommen. Oh, eben gerade. Okay, was fehlt uns hier noch? Muss ich mir nochmal ergattern. Leopard Cat. Shihu. The Leopard Cat Prionylus bengalensis is a small wild cat native to South and East Asia. A leopard cat is about the same size as a domestic cat, but slenderer, with longer legs and well-defined webs between its toes. Its small head is marked with two prominent dark stripes and a short and narrow white muzzle. People in Taiwan refer leopard cats as Shihu, stone tiger, which means tiger residing between the stones. So it's a tiger somehow. Naja, es hat allgemeine Raubkatze. The leopard cat is currently listed as an endangered species in Taiwan. Ja, wie fast alles. Der Mensch frisst einfach alles aus. Was er nicht auffrisst, das kickt da einfach so weg. With an estimated population of below 500. Na Mensch, und einen haben wir hier. Das ist doch schon mal... Ja, Fudugong. Finde ich, klingt lustig. Fudugong, Lord of Blessing and Virtue. Also known as Tudigong, Lord of the Soil and the Ground, is a deity who cares after the locals in Chinese folk religion and Taoism. Some people consider this formal title as... ja, mach's mir schwerer, ich hab dich auch lieb. Fudicheng Sheng. Right God of Blessing and Virtue. But commoners often call him grandfather, which reflects his close relationship with the common people. Ja, hier haben wir nix. Und Fengling. Fengling, also known as Bunrei or Wakamitama in Japanese, is a term that indicates both the process of division for a god to be re-enshrined somewhere else and the divided spirit, which is the result of the division. Boah, so langsam. Ist mit meinem Lesen heute. War langsam genug, weißer Text auf schwarzem Hintergrund. Wäre ich gleich ramdösig. Spirit Path. Are paths.
With usual traveled by spirits. Oh, wow, das ist ein Satz. Der ist Captain Obvious und so. In Nikujishi, these paths are shortcuts for spirits to move from one place to another quickly. Yo. Chi ist ja nicht so große Artikel. Ich brauche mal gerade wieder ein bisschen mehr Weiß hier im Gesicht, sonst kriege ich gleich wieder. Yeah, Dad, I've been fine. Well, I can't really say having to suddenly deal with those three cats is fine, but should I talk about that to Dad? Oh komm, du kommst doch aus so einer Familie, bei denen das doch gar nicht mal so abwegig ist. I really want to find out if my family does have a history of having the ability to see the guardian tigers and other spirits. But if Dad finds out that I can do it, wouldn't he just force me to go back home? My older brother handles all the temple work these days. He takes it super seriously. It would be stupid to put myself in competition to him anyway. Immer die Leute, die sich über die Chefe stellen. Something wrong. Something wrong, Liao? You seem quiet. Yeah, it's okay. It's just... Should I ask that about my powers? Am I? No, I shouldn't talk about. Ich bin für Ehrlichkeit. Dad, was our family ever able to see the guardian tigers? I hesitate a little bit, but I picture that asking him directly is the best option. See the guardian tigers? I mean, can we see guardian tigers during divination? Has anyone in our family been able to see them before? Seeing guardian tigers during divination? What are you talking about? Divination is divination. How could someone see the guardian tigers? So the answer is no. It's a no. Why are you so interested in all this, in this all of a sudden? Have people been telling you things? Oh no, I'm just curious. I mean, we've been a Jitong family for a long time. Maybe there's something more to the guardian tigers. Oh, well, you did remind me of something, though. When I was a boy, my grandfather, well, your great-grandfather, always said that he was watched upon by the guardian tigers. If it were true, he must have lived well, honest and kind. I don't believe it anyway. Also wenn wir bedenken, dass unser Hauptcharakter gewisse Vorlieben hat und sich hier dauernd am Rechner einen runterholt, ich weiß ja nicht, ob das halt eine Lebensweise ist, die gute Geister anzieht. Ich weiß es nicht, ich will das nicht judgen, aber sag nur. Well, that isn't to say that I don't believe in guardian tigers, though. I mean, surely the guardian tigers are busy. I highly doubt they would spend their time watching on us mortals. Your great-grandfather used to use stories like that to keep kids in line. Anyway, modern people aren't as dogmatic as he was. But don't you tell that to anyone else, otherwise people might start thinking about us as a bunch of swindlers. We may be Jitong of the Guardian Tigers, but that doesn't mean we can actually talk with them. Anyway, don't blab about this to people, understood? I got it. That's a good boy. Werden jetzt auch noch gepattet und kriegen einen Cracker? Polly will einen Cracker. And how's school? Keeping up your grades? I mean, I cheated on a quiz, oh Gott, Mann, einmal, just a few days ago, but I don't think I should tell Dad that. Ja, warum sollte das auch die einzige negative Sache aus allem heraus sagen? Das ist so unglaublich, das ist ein Eumel. Hat noch viel zu lernen. It's been going alright. Life has been pretty good here and dance club has been going well. Glad to hear it. Just don't spend all your life in the club. Focus on study, okay? So, when will you be down home next? I'm not sure when I would have some time. It's almost Qingming. You have a break then, right? You should come back if you do. Immer wenn hier, guck mal, new info, genau.
Ne, wenn hier was dick ist und da, dann haben wir wieder eine neue Info. Okay, I'll see if I can. Alright, remember to come home sometime and make sure to get enough sleep. Ja, wir haben ja auch mittlerweile, das Bett ist ja voll, haben ja Auswahl. Yeah, I'll make sure to sleep early tonight. That's good, bye for now, son. Bye, Dad. I let out a sigh into the otherwise silent room. Are you alright, Liao? Did something happen to worry you? Dad said no one in my family has been able to see guardian tigers. Tiger not seemingly unsurprised by this. It has been too long since the last one. Hence why I said your ability is precious. But can I really see you? This could all just be my... If you don't exist, why I can see them in front of me? Just as soon as I start to get used to having them around, that's got me doubting myself all over again. Of course you can. Who else would you be talking to right now? There's nothing to be worried about. Seeing is believing. I cannot blame your dad or your grandfather. They cannot see us. Huh? Liao, do you really believe I'm just some illusion of yours? Well, a little bit. Honestly, I am worried about it. Still, I didn't expect him to address it outright. It is pointless to worry. Proving that we are not illusions is simple. How so? I simply have to do something you cannot. For example, taking a book from your shelf and reading you a page. Surely you could not remember it exactly. Still, I've read all of those already. There's a chance I could have just remembered the passage. Isn't there a better way you can prove your existence? Excellent point. There are several more options. How about you just open a website you never seen before? You can close your eyes and I could read it to you. Simple. I'm certain that will work. If that does not convince you, I can do much more. Welche Stimme hatte ich denn für ihn nochmal? He's right, Liao. What's there for you worry about? Senpai. Well, I didn't catch everything you said on the phone, but it sounded serious. You okay, Liao? Did you catch a cold? Don't tell me it's so bad you're seeing things. I don't have a cold. People don't just start seeing things from colds. So, you hit your head? Ooh, Liao, might have brain damage. Ah, you're the one who hit their head. Come on, Senpai, stop messing with me. Liao, I don't understand why you're worrying so much. You can see us. That's the truth. Even if Liku Lao, der sagt wenigstens mal den Namen, aber die stehen hier nie. And the old man, were your illusions? I'm a real person. Oh Gott, ich muss echt aufhören für heute. Es ist nachts um Viertel vor zwei mittlerweile. Scheiße, ist die Folge schon wieder lang. I'm a real person. Ja, also, I'm a real person that everyone can see, and I'm standing right here. Senpai, you're human to everyone else, not a leopard cat. Come on, are you really this dense? Do you actually believe Yan Shuqi would just move in with you like this? Das ist auch nochmal wieder so ein Punkt. Er besetzt einen Menschen und zieht hier zu uns. Wenn der mal jemals wieder aus seinem Körper rausgeht, was denkt dieser Mensch von sich auf einmal? Oh Gott. You think he'd tell you stories about rejuvenating a temple in Miaoli?
I'd be impressed if you made all this up. Oh, well, you're right. Honestly, I don't care if it's something to do with your family. To do your family. The only thing that matters is that you can see me now. Got it. It's all right, Liao. Just as I said, you're thinking too much about it. Are you feeling better now? I can't just change how I feel about it that quickly, but I do feel a little better. Och, du wirst dich schon noch dran gewöhnen, dass er jetzt erst anfängt mit sowas. I should probably just stop stressing myself over it. Still, it's just unreal to think that I can see gods now. Mhm. Liao, I made you to see. I know it's real. I didn't expect Leopard to be worried about me as well. Thanks, I'm alright. It was just a thought, nothing more. It's pretty obvious you were stressing over this. I was worried. Liao might end up in an asylum. So schlimm, so schnell geht er doch noch nicht. I'm pretty sure you mean psychologist. And even then, no way. Okay. Come on, you don't need to treat me like an idiot. Liao is not an idiot. Thanks. Right, Liao isn't an idiot. Why do I feel that you're the one making me out to be an idiot, Senpai? Must be those illusions of yours. Get off. I pretend to be angry, pouting as I look away from them. However, regardless of their teasing, I know they care about me. Just knowing that kinda makes me feel warm inside. Ups, ich komm schon wieder hier ans Mikro. So it's Friday already, huh? Liao! What is it? What's wrong? Senpai jumped out of nowhere with intense determination, almost shocking the living daylights out of me. So theatralisch hier. Sag mal, nutzt der eigentlich hier so einen Lidschatten? Das ist immer so grün da, ne? So. Liao, let's go to the hot springs this weekend. Hot springs? Hasn't it been super cool recently? It's a perfect time to enjoy a nice warm hot spring. Soaking yourself in hot water, munching on some snacks. It's the best thing in winter. Now that you mention it, I've never been to a hot spring before. By the way, isn't that expensive? It's not cheap, but it's only the cost of like one or two dinners out at most. It would be totally do it, like once a month. Wouldn't you agree? The price of one or two dinners. I already spent heaps on books and things this month. I don't think I've got any more money to squeeze out of my budget. Oh, don't you want to go? Well, really no. You only see it in anime and wouldn't we be bathing with a bunch of strangers? And then a pretty girl shows up all of a sudden. Upsala, das hast du auf jeden Fall aus Animes, mein Kleiner. Das hast du aus Animes. Weil Animes, so hast du dauernd heiße Quellen und Nudelsuppe. Heiße Quellen, Nudelsuppe. Heiße Quellen, Nudelsuppe. Hast du da oft. Also finde ich. Stop talking about anime plots. Besides, mixed-gender hot springs are super rare these days. Actually, they are usually separated by gender. Though you can get public springs with have a bunch of strangers together. But that's no fun when we can enjoy a private bath with each other. It's a small room with a big bath inside.
I'd be Oreos. Oh Gott. So, es wäre alles unser. So, ich muss mal wieder kurz rüber wechseln und gucken. Was hat er? Was haben wir denn hier neu gekriegt? Qingming. Aha. Qingming, also known as Tomb Sweeping Day in English. Qingming is a traditional Chinese festival that takes place on the first day of the fifth solar term in the traditional Chinese lunisolar calendar. Oh, mach's mir doch noch ein bisschen. Ja, das ist immer noch viel zu simpel hier. Toll. Ich will ins Bett. Ich glaube, also das Spiel merkt einfach, dass ich langsam kaputt bin und will es mir jetzt immer so richtig geben. This makes it either the 4th or 5th of April in a given year. Qingming is also a public holiday in Taiwan. Aha, das ist doch schön. Was haben wir hier eigentlich noch so? Das sind alles relativ größere Artikel. Ja, relativ, relativ, relativ. Die würde ich aber morgen mit euch durchlesen, tatsächlich, weil so langsam ist die Folge schwer überlang hier. Das geht doch gar nicht. It would be all ours. So, nicht yours und alles. Ich bin schon total brei. It would highly recommend it to your freshman. A private path. Wouldn't that be even more expensive than the public baths? Well, yeah, but it's on me. You won't have to pay a cent. Really? But I don't want you to waste your money. I mean, it's only like two dinners out, like I said. Just don't think about it. Accept my generosity. Accept the opportunity. Vor allen Dingen, der lebt hier mittlerweile. Da darf man doch mal was annehmen. Ich meine, wie gesagt, er lebt hier mittlerweile. Und schläft halt dauernd auf einem Futon an der Tür. Nun ja. Yeah, but... What I really wanted to say was, that's... Jan Schutis money, not yours. Aber komm, er lebt ihn ja auch gerade und daher bekommt er das ja auch alles. Also im Endeffekt kann er das nutzen, wie er will. Da müsste man halt komplett in Frage stellen, ob es so moralisch toll ist, dass er dann Menschen besetzt, ne? Come on. I said it's okay. You're not going to disrespect your senpai, right? Alright, fine. Let's go for it. Yeah, it's a bit strange, but I couldn't refuse him. He really wants it. Wenn du alles tun würdest, was er immer mal gerne so hätte, dann wären wir hier aber schon in einem, also dann wäre das hier alles nicht mehr sure for work. Das kannst du mir aber sowas von glauben. Das kannst du mir aber sowas von... Ich guck gerade auf, ich werde jetzt hier erstmal safen. Yes. Ich brauch jetzt echt Schlaf, meine Lieben. Ich bin durch. Das merkt ihr vielleicht. Meine Konzentration, die lässt so nach. Ich verhaspel mich hier so oft. Was ich auch mitgekriegt habe, du kannst hier tatsächlich Autoplay, denn da läuft das alles automatisch durch bis zur Entscheidung. Oder hier Ticken überspringen oder auch mal eben das UI ausblenden, wenn du einen hübschen Screenshot machen willst, weil du das gerade niedlich findest oder so. Gut, meine Lieben, wir sehen uns also gerne morgen wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt hier noch länger spiele, aber mein Gott, da steckt man immer nicht zwischen, ne? Es ist Spielen. Es ist keine Arbeit hier. Also wir können hier so lange bleiben in dem Spiel, wie wir wollen. Und wenn euch das mal gerade nicht interessiert, dann guckt halt wieder rein, wenn wieder was kommt, was euch interessiert, ne? Na gut, dann bis morgen. Baut mir keinen Unfug. Und bis dahin. Tödelö.